Töte ihn nicht. Er beschützt nur sein Zuhause. Josef. Der Junge hatte recht. Wer bist du? Deine Freundin hat mich geschickt. Sie hat befürchtet, dass dir etwas zugestoßen ist. Bin ich schon so lange fort? Die Diebe zu finden war nicht schwer. Das Problem war zu entscheiden, was ich mit ihnen machen sollte. Die Dinge sind also komplizierter, als sie scheinen. Mir war schon klar, dass es keine gewöhnlichen Banditen waren, noch bevor ich den Markt verlassen hatte. Weißt du warum? Unsere Diebe hatten kein Interesse an Gold oder Gil oder Dingen, die sie nicht essen konnten. Außerdem gab es Gerüchte über Goblins in der Gegend. Da musste ich nur noch 2 und 2 zusammenzählen. Ihre gemütliche Zuflucht fand ich dann auch schnell, mitsamt des vermissten Essens. Ich habe mich voller rechtschaffener Wut auf sie gestürzt. Mir entgegengestellt hat sich aber nur ihr Anführer. Die anderen hatten sich ums Essen geschart. Sie wollten es bis zum Tod verteidigen. Sie mussten stehlen, sonst wären sie verhungert. Ich habe das auch schon mal durchgemacht, also kann ich sie verstehen. Du hast sie verschont und damit scheinbar auch ihr Vertrauen gewonnen. Diese Goblins sind hier nicht heimisch. Sie wissen nicht, wie man in einer so kargen Gegend überlebt. Deshalb bringe ich es ihnen jetzt bei. Sobald sie jagen und Futter suchen können, riskieren sie ihre Hälse sicher nicht mehr in Boklad. Beeindruckend. Ich wusste nicht, dass man sich mit Goblins verständigen kann. Tu mir einen Gefallen. Sag Queta, dass ich in Sicherheit bin. Ich komme zurück, sobald ich hier fertig bin. Oh, und erwähne nicht die Goblins. Ich will nicht, dass die Leute mit Heugabeln herkommen. Jetzt, wo die Meute nichts mehr stiehlt. Dein Geheimnis ist sicher. Vielen Dank. Für alles.